Hallo und Grüße aus Wien-Hütteldorf. Ich bin Frau dabei und heute geht es auf die 6. Etappe von der Rundwanderweg. Und an einer sehr viel befahrenen Straße, nämlich der Westausfahrt von Wien. Demzufolge tut sich dann einiges. Wenn ich jetzt ganz hoch und nicht gleich einmal ziemlich viel Mühe. Es geht heute durch den Leinzer Tiergarten, vom Nikolaiber hinein und zum Leinzer Tiergarten hinaus. Und dann nehme ich einen Hammer von mit. Wenn man beim Bahnhof Hütteldorf auf der 5. Etappe ankommt, das ist am gescheitersten. Man geht wirklich unten durch den Bahnhof durch. Das ist auch, soweit ich weiß, der offizielle Weg von Auerwils gedacht ist. Und sobald man da über die Hardigasse drüber ist, da ist es dann da am Kleinschutzrand wieder deutlich ruhiger. Und jetzt stehen wir da einfach wieder gut markiert dem entsprechenden Nikolai-Tor zu. Das kann man eigentlich nicht wirklich verfehlen. Nach ziemlich genau 10 Minuten vom Bahnhof Hütteldorf weg nähert man sich jetzt dem Nikolai-Tor und betritt dann den Leinzer Tiergarten. Da vorne schaut, wo die Fahne weht, dort gehören wir hinein. Erinnern angekommen hat man als erstes einmal den riesen Vorteil, dass man gleich wieder an einem Wasserhahn befindet. Was man auch beachten muss, sieht man hinter mir, nämlich den Torschluss. 20.30 Uhr ist da alles zu. Es ist auch so, dass nicht in der gesamten, über das gesamte Jahr hin offen ist. Und wenn nicht, dann gibt es eine Alternativroute, die führt die Mauer vom Leinzer Tiergarten entlang. Eine sehr schöne Landschaft und man kann halt auf den verschiedensten Wegen dadurch spazieren. Meistens ist es Wald, aber auch einzelne Wiesen wieder gepflegt alles. Infrastruktur ist generell sehr gut, inklusive einzelner Möglichkeiten zur Einkehr. Man kann sich da die diversen Sehenswürdigkeiten anhören, also zum Beispiel ganz unweit des Nikolai-Tors ist auch die Nikolai-Kapelle, wenn die wer besuchen mag. Ja, die Möglichkeit da wild zu gehen, die ist relativ gering, weil die Wege, die es gibt, die sind fast LKW befahrbar. Das ist zu unserem Leidwesen vorhin auch passiert. Aber im Allgemeinen ist da jetzt unter der Woche und den Ferien im Sommer eigentlich relativ wenig los, weil die Leute natürlich lieber ins Bad gehen, wenn sie denn schon nicht arbeiten müssen, als jetzt da durch den Wienerwald zu wandern. Die Schweine sind seit Jahren und Jahrzehnten gewohnt, dass es einen entsprechenden Betrieb gibt. Das heißt, sie sind an den Menschen gewöhnt und kommen zum Teil recht neugierig ziemlich nah heran. Füttern werden wir es natürlich nicht, das ist klar. Sie sind aber nicht aggressiv, es ist da, so viel ich weiß, wirklich noch nie irgendwas Ernstliches passiert. Sondern mit dem Wildschwein da so auf ein paar Meter nahe kommt, dann Ruhe bewahren, nett zum Schwein sein und es geht alles gut. Wie vorhin erwähnt, gibt es entlang des Weges eine Infotafel und wenn man sich dafür selber interessiert oder vielleicht mit Kindern unterwegs ist, das zahlt sich durchaus aus. Es sind auch ein bisschen interaktiv gestaltet. Das heißt, man kann zum Beispiel hier den Baum entblättern, Rinde, Cambium wäre vermutlich nicht so rötlich wie da, aber immerhin, man hat es probiert. Also, zumindest steht da, für was die entsprechenden Schichten im Baum zuständig sind. Es ist auch so, dass das ein ganz gemütlicher Anstieg ist, das heißt, es ist wirklich von der Steigung her, so wie eigentlich auch schon die gesamten vorigen Etappen von Wien rund um den Rundwanderweg immer so gestaltet, dass man da wirklich keine allzu steilen Anstiege dabei hat. Also da kommt man auch in höherem Alter nur zurecht, wenn man es nicht arg übertreiben will von der Geschwindigkeit her. Es ist halt noch einiges wärmer als gestern. Trotzdem zum Glück hier ein bisschen ein frischer Wind, der eben nicht direkt von der Stadt her weht und da im Schatten ist jetzt noch zum Aushalten. Angesagte Tageshöchsttemperatur in Wien
bis 33, vielleicht sogar 34 Grad. Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt prädestiniert zum Wandern. Aber was die Leute dann unterschätzen ist, wenn man einerseits halbwegs früh losgeht und andererseits eben in so einer schattigen und doch leicht erhöhten Waldpassage ist, dann hat man den Riesenvorteil, dass es eben nicht so ist wie in der Stadt zwischen den Gebäuden. Das sind gute 5 Grad Unterschied und das lässt sich sehr gut anhalten. Lassen wir uns nicht lumpen und werden einmal nach rechts hochmarschieren. Warum müssen wir da nach rechts? Ja, damit es nicht zu kurz wird in Richtung Leinzertor. Weil eigentlich wäre Nikolaitor zum Leinzertor, wenn man das billig haben will, vergleichsweise wenig. Und so, wie wir das gehen, ist die Tour ungefähr 10 Kilometer lang. Und die sind naja, ein bisschen über 2 Stunden locker zu bewältigen. Man sieht schon, es sind überall Bankerl. Aber wenn man da nach oben schaut, also der Wald, der ist übertrieben licht gehalten. Das ist schon mehr oder weniger ein Sanatorium für Bäume. Das ist also ein Altersheim. Da ist jetzt nur da vorne wieder, dass man ein bisschen an Jungwuchs aufkommen hat lassen und sich Pionierbäume angesiedelt haben, nämlich da schöne kleine Birken. Also offensichtlich schaut man schon, dass die Dynamik in dem Wald so einigermaßen vorhanden ist. Aber es ist halt vom Charakter her zum Teil sehr parkartig. Nur für den Fall, dass wir doch keine Wildschweine begegnen, da haben wir zumindest eines aus Holz und als Wegweiser gedacht, das uns mit seinem Rüssel in die richtige Richtung weist. Und in dieser Einmündung wenden wir uns wieder nach links. Und das, was da von rechts einmündet, das ist der Weg, den man gegangen wäre, wenn man beim Nikolaitor auch nach rechts weg abgebogen wäre. Und auch hier wieder, also es besteht ja nicht sehr viel Bedarf an Wegweisern, weil man die markierten Wege auch nicht verlassen soll und es gibt da keine Abzweige, aber da findet man den Wind rund um den wieder. Ja. Und da steht auch oben Nikolaitor bzw. Nikolaitor Waldweg. Wie man sieht, ist da wunderhübsch und es ist keine Menschenseele. Also wir sind jetzt auch vielleicht 3-4 Kilometer Wegstrecke genau 2 Läufern begegnen und sonst echt niemandem. Die Ruhezone bitte nicht betreten. Das soll sich ja wirklich halten. Also es gibt sehr große Bereiche, wo man wirklich Wege hinein hätte, die man aber eben nicht begehen soll. Das hat schon seinen Sinn. Und wenn man da nach hinten blickt, sieht man die Höhenzüge, nämlich dahinter. Vor allem versteckt als Hotel, wo wir uns gestern bewegt haben, als wir die ersten 5 Etappen des Windrundum absolviert haben. Prominenter Rohrhaus Hermes Villa Leinzertor, dort wollen wir hin. Geht leider immer noch asphaltiert weiter. Und uns steht jetzt ein ziemlich kerzengerader Anstieg bevor, bis wir zum Rohrhaus kommen. Das ist dann auch der Punkt, an dem wir uns den Stempel abholen können. Wenn man dieses Wiesel da erreicht hat, sieht man schon hin im Endeffekt zum Rohrhaus. Man kann das Haus noch nicht erahnen, aber dort, wo das Wiesel da aufhört, auf diesem Sattel, da liegt das Haus. Da liegen jetzt so schöne, tolle Rollen herum. Man hat die Wiese gemäht und entsprechend das Stroh gewonnen. Weiter unten hat man es noch zum Trocknen aufgelegt. Da riecht es total angenehm nach Heu. Da merkt man die Höhe ein bisschen. Das ist nicht wegen der Luft, sondern wegen der Temperatur. Also da lässt es sich jetzt um knapp vor 10 mal ganz gemütlich aushalten. Und eigentlich ist das da auch schon wieder unser höchster Punkt. Wenn ich mich nicht irre, sogar der höchste Punkt für nicht nur diese 6. Etappe, sondern auch für längere Zeit danach. Jetzt ist es weiter in Richtung Leinzertor, durch den sogenannten Katzengraben hinunter. Das ist mal wieder am Anfang zumindest einmal asphaltiert. Aber mit etwas Glück bleibt es nicht so.
der Wegweiser, der sagt Hermeswiller Waldweg, Hinweis zum Rundum-Rundum-Weg. Also man kann sich da den Asphalt sparen und kann auf dem Waldweg unterwegs sein und sieht man hier Radl dann nicht mehr aus, offensichtlich. Na gut, wollen wir die Maus nicht weiter stören und werden uns da über den Waldweg hinunter begeben. Und dann sieht man, dass man da zum Teil große Stücke Totholz liegen lassen, ganz bewusst, weil man eben den Wald so naturnah wie möglich gestalten will und natürlich dann auch irgendwelchen Käfern oder halt den Pilzen, die es da gibt, entsprechend Lebensraum bieten muss. Ich weiß nicht, ob die Kamera das wirklich gut einfängt, aber hier geht es ganz schön bergab. Da ist man richtig froh, dass man den Weg nicht in der umgekehrten Richtung begehen muss. Ja. Das ist eigentlich ziemlich steil. Im Abstieg nähert man sich dann einem ziemlich abweisend wirkenden Tor mitten im Wald. Großer Zaun und ein großes Rufzeichen drauf. Und da steht Vorsicht beide Rost und bitte Tor schließen. Also Tor zuerst einmal aufmachen und dann erst wieder schließen. Bitte, danke. Genau. So. Wer noch nie ein Weiderost gesehen hat, hat also hier auch in Wien Gelegenheit, aber sowas zu treffen. Und wir lassen uns da jetzt nicht abhalten, weil wir nähern uns jetzt schon der Hermeswiller. Und dann bald dem Leinzer Tor. Hermeswiller, Leinzer Tor, St. Veiter Tor, Wien, rundum und um. Das machen wir. Aha, da kommt die Post. Ich habe gar nicht gewusst, dass es da Briefkasten gibt. Aber immerhin. Also wir kehren da wieder über das Bachl drüber und dann da eh gut angeschrieben, Hermeswiller Leinzer Tor, St. Veiter Tor. Und da in der Nähe der Hermeswiller geht, sieht man hinter mir Mordstrombäume, Mammutbäume mit einem riesen Stammdurchmesser, die sicher aber noch gar nicht so alt sind. Das wäre spannend, da würde man gerne mal in 500 Jahren nochmal herkommen. Und da hinten wäre die Hermeswiller zum Sehen ganz kurz. Die haben wir jetzt rechts liegen lassen und das sind eigentlich da schon wieder fast die letzten Meter, bis wir zum Leinzer Tor kommen. Von der Hermeswiller Richtung Leinzer Tor ist es als Naturlehrpfad gestaltet. Das heißt, man hat die verschiedensten Bäume und Sträucher angeschrieben und extra angepflanzt. Natürlich zum Teil an Standorten, die ihnen nicht sonderlich gefallen. Hier sind wir gerade im Bereich der Obstbäume, ein Holzapfel, eine Heckenkirsche hat es vorher gegeben. Also das ist recht lehrreich. Ja, und da haben wir es geschafft und sitzen direkt beim Leinzer Tor auf einem schönen Bankerl. Das ist die 6. Etappe von Wien rundum und um Wanderweg gewesen. Ich bin Flo dabei und wir sehen uns hoffentlich auf der 7. Etappe von Wien rundum und um Wanderweg oder vielleicht auch einmal auf einer anderen Tour. Das hatten wir doch auf der 6. Etappe auch schon. Da darf man dann nicht lang dahin trotteln, sondern hier Wien rundum und um nach links. Es gibt nämlich da sehr wohl einen Pfad, der dann auf der Wiese verläuft. Nicht verzagen, dort müssen wir nämlich nicht hin.